Moin YouTube, willkommen zu einer weiteren Escape from Tarkov Quest in meiner Quest-Reihe hier. Wir schauen uns heute die Quest, lass mich mal überlegen, was gucken wir uns denn heute mal an? Oh, Kollegen Teil 2 von Therapist, was wir genau machen müssen und wie das alles hier überhaupt funktioniert, das seht ihr natürlich in diesem Video. Vergesst nicht, abonniert diesen Kanal und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch am Ende gefallen hat. Wir starten. Wir müssen zu Cottages, ich weiß gar nicht, Cottages, also Villa hier, warum man das überhaupt Cottages nennt, um ehrlich zu sein. Dort brauchen wir aber einen Schlüssel. Und zwar nennt sich dieser gute Schlüssel, um da reinzukommen, Hüttenhintereingangsschlüssel, zu Deutsch. Ja, das ist der Schlüssel, der uns zu in diesen Raum lässt, wo wir nämlich verschiedene Sachen holen müssen. Wir müssen nämlich zum einen Senators markierte Chirurgieausrüstung holen und wir müssen ebenfalls Senators Ophthalmoskop. Hat sich irgendeiner von euch eigentlich jemals gefragt, was ein Ophthalmoskop ist? I don't know, man. Ich habe das schon so oft gelesen, aber ich weiß nicht, was das Teil zu tun und zu lassen hat, um ehrlich zu sein. Ist ja auch egal. Soll nicht unsere Sorge sein. Unsere Sorge soll jetzt erstmal sein, dass das Stärkelevel nicht genug ist, um über diesen kleinen Kackzaun zu springen. Wir gehen Richtung Felder und schauen uns das Ganze mal vor Ort an. So, hier ist ja auch schon jetzt die gute Villa am Start. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann können wir auch gleich über den Spawnpunkt von diesem Schlüssel reden. Dieser Schlüssel kann natürlich in sämtlichen Scuffs spawnen, die ihr so tötet, in Rucksäcken. Ihr kennt das Spiel. Ihr könnt es ebenfalls natürlich auf dem Zentralmarkt erwerben. Und hier sollen Fässer stehen, auf die dieser Schlüssel spawnen kann. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, auf welchen Fässern das war. Ja, ich bin mir tatsächlich unsicher. Ich bin hier jetzt gerade ein paar Mal planlos durch die Gegend gelaufen. Den Schlüssel, den wir brauchen, er passt halt in diese Tür. Ne? Villa, das erste Haus sozusagen, neben diesem blauen Zaun, der hier ist. Hier passt, hier musstet ihr übrigens auch schon die Betäubungsmittel, wollte ich fast sagen, markieren und hier hinten über diese Leichen laufen. Ihr solltet diesen Ort eigentlich kennen und den Schlüssel, dieser passt dann da in die Tür und ich meine, dass hier auf dem Fass ebenfalls der Schlüssel spawnen kann. Ihr könnt den, wie gesagt, aber auch in Scuffs finden oder einfach aus dem Fleemarkt kaufen. Ich habe ihn zum Beispiel in einem Scuff gefunden. Ich mache die Tür hier mal auf und dann schauen wir mal, was wir hier drin alles Schönes finden. Ja gut, ich meine, wenn wir die Tür aufgeschlossen haben, dann ist eigentlich unser Weg ab nach oben in sein Büro zu gehen. Lass mich kurz überlegen, wo ist das? Ich habe hier schon mal alle Türen gerade aufgemacht. Ne, sieht nicht so wirklich aus wie ein Büro. Ich meine, hier ist aber auf jeden Fall ein Rechner und ein kleines Bettchen. Oh, guck mal, was sich da in der Pflanze versteckt. Hier in der Pflanze ein Ophthalmoskop. Das erste Item haben wir. Das andere Item finden wir am Pier. Wir sind ja jetzt hier an der Villa. Was wir jetzt machen, wir laufen hier südliche Richtung an der Tankstelle vorbei zum Pier. Und hier unten im Pier sollten wir dann auch das letzte Item finden, was wir brauchen. So, angekommen am Pier. Einfach hier links ins Gebäude rein. Wir müssen ins obere Stockwerk. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir rechts oder links hoch müssen. Wir können uns beides ja mal eben schnell anschauen. Yep. Hier oben ist es. Da. Also links dann nach oben. Dementsprechend hier oben finden wir dieses Chirurgieteil. Und damit haben wir für die Quest Kollegen Teil 2 beide Items im Inventar. Alles, was wir jetzt natürlich wieder mal machen müssen, ist wie bei fast jeder Quest lebend aus dem Gebiet entkommen. Und bitte Leute, tut mir den Gefallen, macht es nicht immer so wie ich und gebt diese Sachen dann auch ab. Geht nicht wieder mit diesen Sachen in den nächsten Raid rein und verliert sie dann wieder, weil dann dürft ihr nämlich alles nochmal holen.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei dieser Quest. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht das gut. Ciao, ciao.